Hallo und schönen guten Abend und willkommen hier von der Vessel of Hatred Preview-Version und hier willkommen im Mercenaries Den. Ja, der Mercenaries Den ist quasi unser kleiner City-Hub sozusagen, wo wir alle unsere verschiedenen Begleiter anheuern können, sowohl als auch den ihre speziellen Fertigkeiten nutzen, als zum Beispiel Schmied, Okkultist oder hier einfach nur als Händler. Leider fehlt hier im Mercenaries Den noch eigentlich Alchemist und ein Juwelier. Dann wäre das Ganze eigentlich gut vollständig und wäre eine richtig gute Stadt. Den Mercenaries Den schaltet man im Laufe der Kampagne frei von Vessel of Hatred, genau wie einen von diesen vier Begleitern hier. Ich spoilere euch natürlich nicht welchen. Die anderen drei schaltet man über Sidequests frei. Und da kann ich euch nur raten, sobald ihr den Mercenaries Den und die Sidequests freigeschaltet habt, macht mindestens eine von denen, damit ihr einen aktiven und einen passiven Begleiter mindestens mitnehmen könnt. Das eine ist dann der, ja, einfach aktive und das andere, der passive, nennt sich Reinforcement. Wie das Ganze funktioniert, dazu kommen wir nämlich jetzt. Und zwar, am Anfang sieht das immer so aus, ihr seht quasi keinen Begleiter und jeder dieser Begleiter hat einfach zwei Gesprächsoptionen und zwar einmal Hire Mercenary und Enlist Reinforcement. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Valiana als Mercenary anheuere, kann ich sie danach auch wieder dismissen hier quasi, zack, und wieder wegschicken. Kann ich so oft machen, wie ich will, das kostet nichts. Und jetzt kann ich sie quasi aktiv benutzen. Bedeutet, wenn ich jetzt gleich hier diesen, den Den liebe und irgendwo rumlaufe, läuft die aktiv mit mir rum, wie ein aktiver Begleiter einfach. Und zum Beispiel da hier kann ich jetzt hier als Reinforcement benutzen. So, ich liebe einmal hier den Mercenary Den, um euch das mal grob zu zeigen, wie das dann nämlich aussieht grob. Okay, jetzt sind wir vor dem Mercenary Den und ihr seht direkt, Varianna läuft da rum und die fightet quasi jetzt direkt an meiner Seite. Die haut hier zu, macht hier all die Angriffe und ich bekomme quasi einiges an Bonis von der. Ich drücke mal kurz hier die Mobs, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Und da habt ihr gerade gesehen, da ist Ra hier gekommen als Reinforcement. Und ihr seht hier neben an seinem Symbol quasi, seht ihr so einen Kreiskuhler, der jetzt langsam abläuft. Ja, wie das funktioniert, ihr habt hier extra einen neuen Tab und zwar für die Mercenaries. Oben habt ihr mal euren aktiven Begleiter und der hat nämlich einen ganzen Skilltree, wo ihr runterskillen könnt. Ihr schaltet einzelne Fähigkeiten frei. Ihr müsst euch meistens für links oder rechts entscheiden. Dann immer eine Zwischennote dazwischen. Zum Beispiel hier, die kriegt so eine Cleave-Attacke. Wenn sie Gegner Schaden macht, kriege ich Bonus Attack Speed, die Varianna. Und ich kann nochmal ihr Bloodthirst anmachen, wo ich nochmal mehr Attack Speed bekomme. Und das Ganze habe ich noch mehr geboostet. Das heißt, die gibt mir einfach extrem viel Attack Speed. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, zum Beispiel hier, wo halt mal Mobs sind hoffentlich. Da sind ein paar Mobs. Dann schaut ihr mal auf meine Attack Speed. Seht ihr, meine Attack Speed ist gerade eben hochgegangen auf hier bis 100%, weil sie Mobs angegriffen hat. Das ist zum Beispiel der aktive Bonus von Varianna, deswegen benutze ich die ganz gerne. So, und da ist wieder Rahir gekommen. Und zwar, der ist gekommen, weil ich gerade meine Ulti benutzt habe und hat seine schöne Damage Reduction Kuppel gemacht. Bedeutet, bei dem hier kann man quasi mal einen dieser Skills auswählen, die man in dem Skilltree von denen drin hat. Das heißt, bei Varianna könnte ich jetzt das oder das oder das, einen dieser sechs Skills wählen, den er castet, wenn ich einen Skill caste. Die haben aber auch alle einen Cooldown. Zum Beispiel die Bastion, die der castet, diese Schutzkuppel, hat einen 30 Sekunden Cooldown. Oder Shield Throw hier in 22 Sekunden, 25, 11 Sekunden und so weiter und so fort. Also manche Sachen kann man öfter benutzen, manche seltener. Und dann müsst ihr dem Ganzen immer eine Bedingung zuweisen, unter der das aktiviert wird. Zum Beispiel, die Bastion wird aktiviert, jetzt in dem Falle immer, wenn ich meine Ulti caste. Wenn ich meine Ulti caste, aber nur alle 30 Sekunden. Meine Ulti mache ich nämlich nicht so oft an. Ihr seht, die hat allein 40 Sekunden Cooldown. Aber wenn ich die mal anmache, kommt er hier an und macht eine Schutzkuppel über mich drüber, die mir Damage Reduction gibt. 90% des Schadens wird auf ihn übertragen und er ist in dem Falle sogar unsterblich. Das heißt, ich kriege 90% Damage Reduction einfach für 5 Sekunden und kann mit meiner Ulti erstmal eine Damage Burst Phase raushauen, ohne mich zu bewegen. Ich stehe einfach still in dieser Kuppel drin und tanke. Ganz, ganz quasi auf jeden deiner Skills legen, muss aber natürlich ready sein. Der Cooldown kriegt man immer hier neben angezeigt. Oder ihr habt noch die Bedingung, einfach irgendeinen Skill casten. Cast when the player casts any skill. Oder cast when the player becomes injured, also ich könnte auch machen, dass wenn ich jetzt hier unter 35% Leben falle, dass er dann diese Kuppel anmacht, so als Proc-Schutz quasi, um mich zu schützen, kurz bevor ich tot bin. Oder kann das Ganze aktivieren, wenn ich CC'd werde. Werde ich eingefroren, werde ich, keine Ahnung, gestunt oder sowas, dann kommt er mit seiner Schutzkuppel an und die macht mich auch kurz unstoppable, würde mich also aus dem CC auch rausbrechen. Das so alle 30 Sekunden ist auch sehr, sehr praktisch. Ich kombiniere es aber gerne mit meiner Ulti, um einfach eine gezielte Damage Burst Phase zu haben. So, und der Punkt ist der, wenn man ein Reinforcement benutzt, man hat lauter kleine Modifikationen in diesem Skilltree eigentlich, wie zum Beispiel, Varianna macht Bloodthirst an und ich kriege 10% Attack Speed. Das Ganze kann ich hier modifizieren, dass ich nochmal 5% mehr Attack Speed bekomme, also 15% Attack Speed, wenn sie ihren Bloodthirst anmacht.
Das Ganze funktioniert aber nicht mit dem Reinforcement. Bedeutet, hier bekomme ich immer nur den Basiseffekt von diesem Skill. Wenn ich vorher hier anheuere und ganz viel hier rumskille quasi in dem Skilltree, die lauter Modifikationen wähle, dann sind die nicht aktiv, sondern hier im Reinforcement ist nur das, was hier wirklich in dem Skill drinne steht. Nur das ist aktiv. Finde ich ein bisschen schade, könnte man noch weiter ausbauen auf jeden Fall, dass auch diese Bonus-Notes noch aktiv sind. Aber ja, so funktioniert der Scrope, das heißt, wir gehen erstmal natürlich in den Denver rein. Ich kann euch an der Stelle ein bisschen Gameplay einblenden. Ich benutze meistens Varianer einfach nur, weil ich passiv dieses Bonus-Attack-Speed, wenn sie Gegner undamaged, sehr, sehr praktisch finde. Und da hier kann ich euch auch mal kurz zeigen, du kannst ja halt deine Ulti für einen Bossfight aufheben, gehst einfach rein zum Boss, aktivierst Unstable Currents, Bonus Attack Speed, stehst in dieser Kuppel und kannst vollends durchballern, ohne irgendwas auszuweichen. Finde ich halt persönlich super praktisch, ist so die Combo, die ich momentan hier in der Preview-Version spiele. So, es gibt aber natürlich noch hier im Mercenary dann ein paar mehr Sachen, und zwar zum einen, wie gesagt, den der ganzen Rollen. Du hast hier einen Armboss nebenbei hier, du hast hier so eine Toybox, die ist quasi ein kompletter Okkultist, der steht hier neben dem, neben Altkin. Und hier neben Subo, hast du quasi einfach einen Händler, wo du Items verkaufen kannst halt, damit du Gold machen kannst zur Not, auch mit dem Verkaufen von Items. Du hast aber leider keinen Alchemisten, wie gesagt, hier und keinen, keinen Juwelier. Das ist ein bisschen schade. Was wir aber sonst noch drin haben, ist der Bartending-Händler, und zwar hier Faria. So, was man hier machen kann, dafür gehe ich mal kurz nach rechts, ist sich besondere Items holen, hauptsächlich ziemlich viele Legendaries. Leider seht ihr jetzt hier gerade keine Ancestral, sondern das sind alles normale Legendaries. Und viele verschiedene Bonusbeutel, wie zum Beispiel ein Augment Cache, wo Scattered Prisms drin sind mit einer Chance auf Runen. Oder ein Masterwork Cache, wo Masterwork-Materialien drin sind. Oder ein Beutel, wo spezifische Legendary-Aspekte drin sind. Zum Beispiel, ich mache den Aspekte-Beutel auf, dann kriege ich lauter Items und die haben alle Utility-Aspekte drauf, um damit dann meinen Codex voll zu bekommen. Oder der Masterwork Cache hat natürlich Obduziten drin und sogar noch ein paar Obolusse. Der Augment Cache hat eine Chance auf Runen, gibt dir Gems und Scattered Prisms, aber natürlich auch nicht zu 100%ig. So, und alle, ich weiß nicht, alle paar Stunden und ja jeden Tag einmal, ich kenne den genauen Timer nicht, kann man das Ganze hier umsonst restocken. Jetzt kostet das halt hier 50 Pale Marks, zu denen kommen wir auch noch gleich, wie man die bekommt. Ihr seht hier unten, ich habe 5600 Pale Marks. Wenn ich das restocke, wird es gerollt. Jetzt seht ihr, hier können auch Ancient Items, Ancestral Items zum Beispiel dabei sein, wie der Zauberstab, den ich mir jetzt hier holen würde. Oder was gibt es noch? Es gibt noch einen Salvage-Beutel. Es gibt auch noch einen mit Boss-Materialien, den können wir uns mal hier holen. Hier, Boss-Materialien-Beutel. Gibt es noch? Nicht, dass ich hier irgendeinen vergesse. Ich glaube, das sind so die Hauptbeutel, die man sich holt. Und man guckt halt immer, ob vielleicht irgendwo guter Ancestral-Loot dabei ist. Vielleicht nochmal irgendwann Ancestral-Hochrum und so mal einen Boss-Materialien-Beutel. Gut, was habe ich hier? Ich habe den Salvage-Beutel. Sieht man, da sind ein paar Materialien drin. Legendäre Materialien und ein paar typische Salle. Ihr habt den Boss-Beutel. Gibt einen Haufen Bossmaterialien und noch einen Bossbeutel. Gibt nochmal einen Haufen Bossmaterialien. Immer zwei verschiedene, aber nur von den kleinen Bossen sozusagen. Also nicht Andarion und Duriel. Nur diese Grundmaterialien. Gut, ich mache die meisten Sachen hier kaputt. Mein Metall leer. Auch den Stab, weil ich den nur wegen dem Aspekt haben wollte. Gut, aber das Ganze muss man erst freischalten. Denn von Anfang an hat hier der Bartending-Händler nur ganz, ganz, ganz kleine Auswahl. Und wie man das Ganze freischaltet, ist, indem man die einzelnen Begleiter levelt. Das bedeutet, ihr wollt jeden Begleiter einmal mitnehmen und ihr wollt jeden dann langsam leveln. Ich kann euch das mal hier bei Varianna zeigen. Und zwar, das ist das Report-System bei denen. Und zwar, die leveln auch einfach mit dir mit. Immer wenn du Elite-Packs tötest, kriegt dein Begleiter XP. Und diese XP skaliert wirklich mit normaler XP mit. Also bedeutet, in niedrigen Pitch-Stufen bekommen deine Begleiter weniger XP als in höheren Pitch-Stufen. Wenn du wirklich mehr Monster-XP bekommst, bekommt auch dein Begleiter mehr XP. Und hier levelt man den dann Stufe für Stufe hoch bis Stufe 10. Und da kriegt am Anfang erstmal diese ganzen Skill-Punkte freigeschaltet, mit denen man hier diesen Skill-Tree Sachen scalen kann. Man darf übrigens ohne Goldkosten jederzeit alles umscalen. Immer wieder hin und her, wie ihr Bock habt. Ja, am Anfang bekommst du die ganzen Skillpunkte und danach bekommst du nämlich die Bartending-Upgrades. Wie zum Beispiel, das hier ist nämlich erstmal der Punkt, dass ich überhaupt Mobility-Aspekte, diesen Mobility-Beutel, wie ich es eben für Utility hatte, dass ich das angezeigt bekomme als Verkaufsoption. Dann gibt es immer mal ein paar Paymarks, gibt es immer mal ein paar Beutel halt mit Bonusmaterialien nochmal, mit Bonusmaterialien, mit Items drin, glaube ich hier, Masterwork Cash, mal ein paar Legendary Items und so. Ist immer ein bisschen unterschiedlich von Begleiter zu Begleiter. Und dann gibt es immer noch ein zweites Upgrade fürs Bartending. Hier zum Beispiel die Option, dass ich diesen Masterwork-Beutel mir überhaupt holen kann. Und das hat quasi jeder von den Begleitern. Wir können uns auch hier das Ganze für einen Rahir zum Beispiel nochmal anschauen. Da schaltet man hier dann zum Beispiel frei,
defensive Aspekte oder Crafting-Materialien, diesen Crafting-Beutel. Da könnt ihr natürlich auch danach gehen, welchen Begleiter wollt ihr zuerst leveln, was wollt ihr euch zuerst vielleicht beim Dings holen, beim Bartending holen dann. Immer wieder zur Seite, damit man das Ganze auch besser erkennt. Ja, und was hier noch passiert, nach Level 10 gibt es hier eine Art Unendlichkeitslevel sozusagen auch. Und zwar immer für 25.000 XP könnt ihr die Leiste füllen und bekommt danach immer 200 Pale Marks. Das heißt, ihr könnt euch unendlich viele Pale Marks noch holen. Ich habe zum Beispiel bei Varianna noch ganz viele Beutel offen. Will ich mal anschauen. Hat schon gemacht? Ne, richtig rum. Gut. Hier Rapid-System, ich kann mir noch 6 Beutel holen. Das heißt, noch ganz viele Pale Marks bekomme ich. Ansonsten, diese Pale Marks bekommt man natürlich beim Leveln von den Begleiter, aber auch nicht nur durch dieses unendlich Leveln von den Begleitern, sondern auch manchmal von Events. Es gibt neue Begleiter-Events extra, wo dann da steht Subo rum oder da steht Rahir rum oder so. Und wenn ihr denen ihre Events macht, kriegt ihr da am Ende von den Event-Kisten auch nochmal Pale Marks raus. Ich weiß nicht, ob es sogar von anderen Events auch noch droppt, aber speziell von diesen Events, von den Begleitern, droppen auch nochmal am Ende Pale Marks. Und was ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen wollte, ist, dass die Pale Marks auch Teil vom Currency-System sind. Bedeutet, ihr könnt jetzt einzelne Currencies als Favoriten markieren. Ihr könnt euch zum Beispiel aussuchen, dass ihr Gold und Pale Marks nur sehen wollt in eurem Inventar. Oder dann halt auch noch Obolusse. Oder anstatt Obolusse lieber Zitadellen-Coins, die Währung von dem neuen Raid. Okay, und passend dazu gibt es hier eine kleine Übersicht, welcher Begleiter dann welche Bartending-Upgrades mit dem Leveln freischaltet, weil eventuell legt das ja für euch die Reihenfolge fest, welchen Begleiter ihr zuerst oder welchen ihr später mitnehmen wollt, unabhängig jetzt von den Effekten, die die einzelnen Begleiter geben. Merkt es euch kurz oder pausiert. Ja, denn am nächsten Part kommen wir dann zu den einzelnen Begleitern und zu den Fähigkeiten von den einzelnen Begleitern und was da wie gut ist. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Ist ein relativ langes Video. Ihr könnt in den Timestamps zu den einzelnen Begleitern, die euch vielleicht interessieren, hinhüpfen. Oder ihr guckt euch alles an als kleine, grobe Übersicht. Und damit viel Spaß im nächsten Part. Und weil ich es im ersten Part vergessen habe, gibt es an der Stelle noch einen kleinen Einschub. Und zwar, es gibt auch einen neuen Begleiter-Aspekt. Und zwar hier der Aspect of Assistance. Der reduziert erstmal den Reinforcement-Cooldown von den Begleitern um bis zu 33%. Das ist ein Utility-Aspekt, kann man also auch auf Amulett draufhauen, womit es dann nochmal ein bisschen stärker ist, sind dann knapp 45%. Und immer nachdem du deine Ulti castest, wird dein Mercenary automatisch als Reinforcement gerufen. Also damit kann man sich vielleicht irgendeinen geilen Reinforcement-Build auch bauen bei einem Begleiter. Als allererstes haben wir da Subo, unsere Art Rogue-Begleiter sozusagen. Subos Skilltree sieht folgendermaßen aus. Als allererstes oben seine klassenspezifische Fähigkeit ist oben passiv. Subo reveals all enemies and materials in the area. Das macht er alle 20 Sekunden und das Ganze bleibt dann auch aufgedeckt. Das zeige ich euch gleich, da gehe ich aus der Stadt raus. Das sieht nämlich sehr, sehr geil aus und kann zum Beispiel zum Open World Heldheit farmen, wo du vielleicht für dein Bild her eh keinen Bilder brauchst, ganz praktisch sein, um mehr Gegner zu erkennen oder auch eventuell Materialien, die du anklicken willst. So, die meisten Fähigkeiten, ich werde nicht alles genau drüber geben, aber vor allem den linken Skilltree hier finde ich eher relativ schlecht, weil das hauptsächlich Sachen sind, mit denen Subo selber mehr Schaden macht und im Endgame wirklich in höheren Content machen die Begleiter nicht mehr so viel Schaden. Dagegen finde ich den rechten Skilltree ein bisschen besser. Und zwar haben wir als allererstes oben den Molotow, den er alle 11 Sekunden werfen kann, wo wir dann so eine brennende Fläche haben. Brennende Fläche ist ziemlich statisch, hilft hauptsächlich vielleicht gegen Bosse, die nicht so viel sich bewegen. Da können wir dann nämlich folgende Bonis auswählen. Entweder das Monster mehr 30% mehr Damage over Time bekommen, wenn sie in einem Molotov drin stehen für 3 Sekunden. Alle 11 Sekunden für 3 Sekunden. Ist eigentlich ganz okay. Oder man kann machen, dass der Molotov eine Chance hat, von 50% extra Healing Potion zu droppen, wenn man dann extra Healing bräuchte. Vielleicht ein paar Rogues oder so. Ich glaube, da gibt es eine Passive, die man anballern kann. Immer wenn man eine Healing Potion nimmt oder so. Vielleicht geht das für bessere Uptime in dem Falle. Und das Ganze kombiniert man dann am besten den Molotov unten mit Snipe. Denn Snipe gibt es nämlich einen Bonus und zwar Instantary Bolt. Der macht nämlich, dass wenn er den Mob, den er auch anvisiert hat, mit Snipe trifft, dass nochmal ein extra Molotov auf dem explodiert. Dieser extra Molotov gibt uns dann natürlich nochmal entweder den Bonus Damage Over Time, den wir dadurch besser aufrechthalten können, oder natürlich nochmal Bonus Healing Potions. Also das, Snipe und Molotov, eine sehr schöne Kombi. Zeige ich euch jetzt gleich. Man hat dann eine relativ gute Uptime insgesamt auf dem Molotov. Was man sich sonst noch holen kann, sind 20% Bonus Lucky Hit Chance gegen Gegner, die er mit seinem Salvo getroffen hat. Salvo ist sein Auto-Attack, den er bekommt, sobald wir den rechten Tree quasi lang gehen. Diesen Auto-Attack macht er eigentlich ganz Zeit. Das ist der ganz normale Basic Crossbow Weapon Attack quasi. 20% Bonus Lucky Hit Chance für 3 Sekunden halt immer gegen eigentlich ein Target. Vielleicht gegen Bosse ganz geil. Vielleicht bei so einer, keine Ahnung, Andaria Rogue oder so. Könnte natürlich ganz praktisch sein. Oder wenn man ein kleines bisschen Cooldown Reduction haben will,
könnte man sich Explosive Charge gönnen und könnte das Ganze mit Thrill Seeker kombinieren, wo man jedes Mal, wenn Explosive Charge explodiert, 0,5 Sekunden Cooldown für alle seine aktiven Cooldowns bekommt. Ja, Explosive Charge macht alle 22 Sekunden und schießt 4 Explosive Charges. 4 mal 0,5 Sekunden sind 2 Sekunden CDR alle 22 Sekunden auf deine Skills. Ist leider nicht so geil. Da ist Bonus Raketchance, Bonus Damage über Time, über mehr Molotovs oder so oder Bonus Potions ist da alles schon deutlich besser. Jo. Ich gehe mal kurz hier live in Action und ihr seht schon direkt, Subo hat seine Fähigkeit benutzt. Ihr seht hier alle Mobs auf der Karte, so auf der Map hier werden sogar die Materialien angezeigt. Und auf der normalen Map seht ihr hier alle Mobs in orange markiert. Das macht er natürlich nur alle 20 Sekunden. Das hat er jetzt wahrscheinlich gemacht, während ich noch halb im Anfang von der Stadt stand. Das heißt, wenn ihr neu in ein Gebiet kommt, dauert es immer mal bis zu 20 Sekunden, bis er das Ganze aufdeckt. Aber wenn ihr halt in einem großen Part, ihr seht ja die Range davon, und zum Beispiel der Held halt länger farmt, dann sind auf jeden Fall alle Mobs aufgedeckt. Ist sehr, sehr praktisch, würde ich mal sagen, zum Open-World-Farmen. Hier noch direkt hier unten, das ist dann das Symbol von Kräutern. Ah ja, auf der anderen Seite. Muss auf jeden Fall nur checken. Hier unten, zack, seht ihr, Kräuter, ich nehme das Ganze und das ist auf der Karte dann dem Falle weg. Ein kleiner Einschub noch an der Stelle und zwar, ich habe noch was vergessen. Subos Seeker-Fähigkeit besteht nicht nur aus dieser passiven, die alles auf der Karte aufdeckt, sondern auch auf der aktiven, wo ein Monster markiert und wenn wir den erhitten, bekommen wir 50% unserer maximalen Ressource wieder. Also wenn wir den Monster killen, den markierten, und das reduziert den Seeker-Cooldown um 10 Sekunden. Wenn alle 10 Sekunden einen Mob markieren, wenn wir den töten, kriegen wir 50% Ressource wieder. Wie das aussieht, das ist der nämlich einfach. Dieser markierte Mob, wenn du den tötest, kriegst du Ressource. Ich habe jetzt volle Ressource, deswegen sieht man es nicht gut. In 10 Sekunden dürfte er quasi nichts markieren, einen von den beiden. Und da hat er quasi den nächsten Mob markiert. Wenn den töten würde man halt wieder Ressource bekommen. Also ja, noch ein bisschen komplexer. Also so macht Subo vor allem fürs Open World Farm noch mal ein kleines bisschen besser. Seine potenzielle Molotov-Uptime zeige ich euch mal am besten hier an der Puppe, denn normale Gegner laufen dafür viel zu viel durch die Gegend und dann tut dementsprechend natürlich auch Subo viel durch die Gegend laufen. Das bedeutet, das bringt auch nur wie viel bei Bossen halt, weil der Gegner statisch stehen muss. Ihr seht jetzt wieder, der Gegner brennt nicht mehr, jetzt brennt er vom Molotov. Wir sehen auch, nach dem Molotov hält der Buff noch 3 Sekunden an und zwar jetzt gleich, wenn der Molotov weg ist, seht ihr, der Gegner brennt noch und da leidet er auch noch mehr Schaden, weil er noch vom Molotov am Brennen ist. Jetzt haben wir eine gewisse Downtime, bis er wieder den nächsten schmeißt. Also es geht eigentlich diese 30% Bonus Damage Over Time, wenn man Damage Over Time Build spielt und man statische Bosse fighten will, kann man das relativ gut aufrechthalten. Ist glaube ich so ziemlich mit der beste Buff auf jeden Fall für Damage Over Time. Und wir sehen auch hinten, es kam übrigens eine Healing Potion raus, weil ich gerade das Healing Potion Ding dabei habe. Ist nicht so das Allergeilste, also in den meisten Fällen würde ich euch dann eher raten, das Ganze so zu machen. Oder ihr wollt vielleicht noch ein bisschen Bonus Lucky Hit Chance, dann könnt ihr euch das hier auch gönnen. Und er würde jetzt mit seinem normalen Salvo-Attacken quasi, das sind so seine hier Basic Attacks quasi, mit dem einfach die Gegner debuffen, dass er mehr Lucky Hit Chance hat. Als Reinforcement wüsste ich jetzt nicht genau, was ich euch bei Subo so raten soll, denn keine dieser Fähigkeiten hat in seinem Basiseffekt irgendeinen guten Buff drin, außer irgendwie Knockback die Gegner, Knockdown die Gegner. Bonus CC-Effekte könnt ihr euch hier gönnen, falls ihr einen Boss ein bisschen schneller staggern wollt. Aber die sind auch in so langen Abständen, dass ich eigentlich in keinerlei Fälle bei irgendeinem Bild jemals Subo als Reinforcement mitnehmen würde. Als nächstes haben wir dann Varianna. Ich glaube, mein Lieblingsbegleiter, denn sie gibt uns Bonus Attack Speed und auch Bonus Movement Speed, was vor allem im Early Game ganz praktisch ist. Und zwar als allererstes mit ihrem Massaker-Bonus. Massaker funktioniert ähnlich wie Massaker in Diablo 3. Wenn du oder Varianna einen Gegner tötet, bekommt ihr einen Massaker-Bonus, der auch neben hier am Bildschirmrand angezeigt wird. Schauen wir uns auch gleich an. Bei 10 Stacks bekommst du 5% Movement Speed, 25, 10 und so weiter und so fort, bis zu 20% Bonus Movement Speed bei mindestens 100 Stacks. Geht aber auch über 100 hinaus, du kannst da 3, 4, 500, 1000er Massaker machen, wie du Bock hast auf jeden Fall. Ist ganz cool, um einfach den Kill-Count mitzutracken. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, wenn du oder Varianna einen Gegner tötet und hält bis zu 7 Sekunden nach dem letzten Gegner-Kill an. Ist für die meisten Klassen, glaube ich, im Early Game eigentlich ganz geil, weil am Anfang kann man seine Movement Skills noch nicht so gut aktivieren. Da ist Bonus Movement Speed sehr praktisch zum schnellen Farmen. Im Endgame für die meisten Klassen eher useless, da sie, keine Ahnung, Sorg, spam ich Teleport durch am Ende. Da bringt mir Movement Speed nicht viel. Aber auch alle anderen Effekte von der sind richtig geil. Gut, als allererstes, die linke Seite ist das, was ich in den meisten Fällen präferiere. Die rechte ist mehr fürs Reinforcement gut. Wir haben als erstes Cleave, das ist so ein Cleave-Angriff, mit dem sie Gegner bleedet. Und da bekommt sie auch als Base Attack unten den Double Strike, mit dem sie auch nochmal Gegner bleeden kann, und zwar mit einer 45%igen Chance. Ein Bleed-Angriff direkt mit einem Cooldown, 4 Sekunden bleeden lassen, alle 11 Sekunden, und ihr Auto-Attack bleedet auch Gegner an. So, der erste und beste Modifier hier ist wahrscheinlich Hysteria, und zwar, wenn sie irgendwie Gegner Schaden macht, Varianna, bekommst du 1% Attack-Speed für 5 Sekunden, bis zu 10% mehr Attack-Speed.
Und das ist Bucket 1 Attack Speed. Und das Attack Speed wird dir auch hier angerechnet und du kannst dir dein neues Attack Speed quasi anschauen hier. Plus 10%. Und das ist halt sehr geil natürlich, um bei vielen Caster-Builds gewisse Breakpoints zu hitten, denn es sind permanent 10% Bonus-Attack Speed, da sie immer eigentlich einen Gegner undamaged, womit du einfach direkt höheren Breakpoint erreichst. Die andere Option wäre, Gegner vulnerable machen für 3 Sekunden, nachdem sie gecleaved hat. Alle 11 Sekunden, 3 Sekunden Gegner vulnerable machen, ist keine gute Vulnerable-Uptime. Ist echt nicht zu empfehlen. So, als nächstes hier unten drunter haben wir dann Bloodthirst. Und Bloodthirst ist geil. Hält 7 Sekunden an, ist so eine Art, keine Ahnung, wie Berserker-Rage von ihr quasi. Alle 22 Sekunden für 7 Sekunden. Das bedeutet, ein Drittel der Zeit hat sie Bloodthirst an. Und währenddessen bekommen wir nochmal 10% Attack Speed, was wir auf 15% Attack Speed hochboosten können, hier mit Bloodlust. Nochmal 15% mehr Attack Speed, oben auf die 10 obendrauf sind 25% mehr Attack Speed durch Varianna. Die 15 Minuten haben wir natürlich nicht permanent ab, aber man kann so für extra Burst quasi darauf hinzielen, dass man da vielleicht noch einen höheren Breakpoint erreicht. Die andere Option hier neben wäre übrigens, dass Gegner um sie herum 10% weniger Schaden machen, während sie im Bloodthirst ist. Aber wenn, dann nimmt man Varianna eigentlich für Attack Speed mit und nicht für Damage Reduction. Gut. Die andere Option daneben ist auch sehr interessant. Das schauen wir uns auch nochmal genau an. Und zwar hier ist der Wirbelwind. Die wirbelt insgesamt, ja, ich glaube, sie spinnt ein paar Mal hin und her sozusagen, alle 11 Sekunden und bleedet damit auch Gegner für 5 Sekunden an. Und das Bleeden wird nämlich wichtig, und zwar für den Punkt hier. When you or Varianna deal direct damage to an enemy afflicted with any of her bleeding effects. Bedeutet, mit dem Wirbelwind bleedet sie, mit ihrem Auto-Attack hat sie eine Chance zu bleeden und mit dem Cleave bleedet sie. Dann heilst du dich um 1% deines Lebens. Und das ist vor allem bei Gegnermassen, wo sie einmal durchgewirbelt ist, extrem, extrem viel Healing. Und bei Builds, die wirklich Healing brauchen, kann das sehr praktisch sein. Zum Beispiel jetzt als Sorg, wenn ihr mit einer Temerity-Hose spielt, dann kann das euch auch ein Schild vollballern zum Beispiel. Oder bei Klassen, die nicht mit Barrier spielen, die sich generell viel und oft healen, kann das dir einfach direktes Healing geben. Wie gut das Healing genau ist, zeige ich euch mal hier an den Damage-Dummies. Und zwar, ich habe mich andamagen lassen dafür. Und jetzt lassen wir mal Varianna hier ein bisschen die Gegner anbleeden. Ein bisschen auch durchwirbeln oder so. Ich habe keinerlei Life per Hit irgendwo drauf. Ihr seht, sie bleedet einen Gegner an. Alles bleedet. Ich baller ein paar Frozen Orbs rein. Und zack, ich bin full life. Frozen Orbs hitten auch ziemlich oft. Also jeder Bild, der viel hittet, kann sich damit gegen einzelne Gegner, die von ihr bleeden, und eigentlich bleedet immer irgendwas von bei einem Boss, der bleedet eigentlich die ganze Zeit, könnt ihr euch eigentlich mit jedem Hit um 1% eures Lebens gegenheilen. Also sehr, sehr, sehr starkes Healing. Vor allem, ich denke mal, eine Kombination mit einer Temerity könnte das sehr stark sein. Oder zum Beispiel in Kombination mit hier diesem Aspekt, dem Starlight-Aspekt. Der wurde leider, glaube ich, vor kurzem ein wenig genervt, wo du jedes Mal, wenn du dich um 20% deines Lebens healst, bis du 40 Ressourcen bekommst. Oder bekommst das Ganze, wenn du dich um 120% overhealed hast. Aber auch overhealen ist nicht so schwer. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt hier Frozen Orbs rausballer, ohne meinen Star des Geistring und um mein Winterglas, habe ich Ressourcenprobleme. Und ihr seht, ab und zu diesen Bounce, wie es quasi nach oben bounced, wie ich eigentlich nicht mal wirklich out of resource gibt. Also mit dem Ressourceneffekt bei größeren Gegnermassen, jetzt sieht man, jetzt geht es mal wieder ein bisschen down, kann das einen ganz gut auf die Ressource hochheilen. Hauen. Die andere Alternative an der Stelle beim Wirbelwind wäre ihr Wirbelwind-Pull, wo sie alle 1,5 Sekunden mit ihrem Wirbelwind-Gegner reinsaugt und das Ganze erhöht den Radius vom Wirbelwind auch nochmal um 60%. Das Ganze ist aber kein wirklich guter Pixel-Pull und sie aktiviert den Wirbelwind ja auch nur alle 11 Sekunden. Ich persönlich finde den Pull nicht so geil. Ich zeige euch einmal, wie das hier aussieht. Wirbel mal ein bisschen durch. Ja gut, dass keine Gegner da sind. Ja, seht ihr das bisschen, wie die Gegner auf ihr drauf waren? Ja, komm. Das kriegt sie nochmal hin, das kriegt sie besser hin. Ich weiß nicht, warum sie auf der Stelle gerade gewirbelt hat. War auch ein bisschen weird. Komm, mach deinen Wirbelwind. Jetzt müssen wir 11 Sekunden warten. Da, wirbeln. Seht ihr da, wie die Mobs ab und zu mal so einem kleinen Klümpchen zusammengezogen werden? Overall, echt nicht so geil auf jeden Fall. Bin ich nicht so begeistert von. So, das heißt, hier an der Stelle zeige ich einfach mal den Massaker-Bonus. Ihr seht, neben ich töte Gegner einfach hier in der Open World. Und der Massaker-Bonus geht langsam hoch. 41, 40. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kann man auch gut, weil das Ganze 7 Sekunden anhält, über mehrere Ebenen behalten, wenn man einen schnell genug Ladebildschirm hat. Zum Beispiel im Pit, von Ebene 1 auf Ebene 2. Und so könnt ihr nochmal relativ gut euer Movement Speed hochballern. So, und der rechte Part ihres Skill Trees ist dann eher interessanter fürs Reinforcement oder für ein bisschen Bonus Damage. Da sind aber teilweise andere Begleiter einfach besser. Als allererstes haben wir ihre Shockwave hier, die sie alle 11 Sekunden casten kann, wo sie dann Heavy Strike sozusagen als Auto-Hit bekommt. Das Ganze könnte man dann gut kombinieren mit nochmal einer extra Chance, ihr Gegner zu downnocken. Wenn Varia Damage macht allgemein, hat sie eine 30%ige Chance, die so down zu knocken, dass sie so auf den Boden fliegen, die Gegner. Ist ein bisschen Bonus CC auf jeden Fall, auch mit ihrem Auto-Hit sozusagen.
kann man vielleicht Bosse mit öfter staggern. Oder wir haben die Option, die so eine Art Semi-Proc ist quasi, wenn wir CC'd werden würden, also wenn du gefreezed wirst, genockbackt wirst, keine Ahnung, gestunt wirst oder so, würde sie zu dir gejumpt kommen und die Gegner downknocken. Das geht alle 12 Sekunden. Also eine kleine Prävention, dass man vielleicht von einem CC zu schnell stirbt. Die meisten Builds sind aber wahrscheinlich im Endgame eh permanent CC-immun. Aber vielleicht im Early-Game für manche Klassen ganz gut zu gebrauchen. Aber eine bessere Kombi gibt es hier eher halt mit der Crushing Force. Und zwar, wenn wir unten dann Earthbreaker wählen, gibt es hier einen Boni, wo wir 15% mehr Schaden gegen Gegner machen, die von Varianas Crowd-Control-Effekten betroffen sind. So, sie kann mit ihren normalen Attacks kann sie ja CC'en. Ich glaube, die Shockwave tut auch Gegner Knockdownen sozusagen. Und Earthbreaker tut auch Gegner nochmal Knockdown sozusagen. Ja, also sehr viel CC und bis zu 15% genereller Bonus-Damage, den man hier rausholen könnte. Aber ja, Varianna nimmt man in den meisten Fällen eher für Attack-Speed mit. Die andere Option hierneben wäre dann eine garantierte Overpower-Chance für gegen Gegner für 3 Sekunden, glaube ich. Alle 5 Sekunden, wenn sie hier von Earthbreaker, von so einem Ground-Erdbeben-Effekt getroffen worden würden. Ja, ist für Overpower-Builds vielleicht ganz okay, aber das ist auch nur alle 17 Sekunden dann einmal gegen den Gegner eine Bonus-Overpower-Chance, weil das einen 5 Sekunden Cooldown hat und dieses Feld hält nur 3 Sekunden an. Die noch coolere Variante hier wahrscheinlich die Ancient Harpoon. Und zwar die Ancient Harpoon hat ja auch 2 Bonis. Einmal nochmal Bonus-Lucky-Hit-Chance gegen Gegner, die von der Harpoon herangezogen wurden. Wenn ihr aber ein Bild für Bonus-Lucky-Hit-Chance spielen solltet, dann nehmt ihr eher Azur mit. Der kann da konstanter Bonus-Lucky-Hit-Chance geben, denn das hält nur 3 Sekunden und das alle 17 Sekunden. Das ist keine gute Uptime. Der andere Punkt hier neben wäre quasi, dass die Ancient Harpune größer ist und dadurch natürlich mehr Gegner zusammenholen kann und Gegner danach Impairment Resistant reduziert bekommen. Bedeutet, dass sie nicht so schnell CC-immun sind. Wenn du Gegner freest, ist er irgendwann CC-immun und das quasi würde das abschwächen, dass sie nicht so schnell CC-immun sind. Das Ganze lässt sich aber am allerbesten als Reinforcement benutzen. Und zwar, ihr könnt nämlich die Ancient Harpoon mit einem Skill aktivieren, den ihr immer am Start von eurer Damage-Burst-Phase aktiviert. In meinem Falle zum Beispiel Unstable Currents, meine Ulti, die mir nochmal Bonus-Attack-Speed gibt. Wenn ihr dann ein Bild spielt, der die Gegner nicht permanent CC-immun macht oder selber nicht zusammenpullen kann, könnt ihr eure Ulti aktivieren zum Beispiel und dann würde Varianna Gegner zusammenziehen und ihr könnt dann eure Damage-Burst-Phase raushauen. Alle 17 Sekunden. Eine andere Variante wäre wahrscheinlich einfach seinen Main-Damage-Attacke mit Bloodthirst kombinieren. Das Ganze gibt einem dann einfach 10% Bonus-Attack-Speed für 7 Sekunden, alle 22 Sekunden, immer quasi, wenn das Reinforcement prockt. Und ja, man hat ein Drittel der Zeit einfach nochmal Bonus-Attack-Speed. Kann man natürlich auch mit einem Damage-Burst-Phasen-Spell kombinieren, wie zum Beispiel Unstable Currents. Dann kriege ich Bonus-Attack-Speed durch meine Ulti und will nochmal mehr Attack-Speed haben und kann auch so Burst-Phasen erschaffen oder man will es einfach konstant aufrechthalten. Als nächstes haben wir dann drei hier, unseren Full-On-Tanky-Begleiter, der uns Bonus-Resistance, Bonus-Armor geben kann und auch heilen kann. In Diablo 3 Worten, das ist unser Templar-Verschnitt. Als allererstes die Klassenfähigkeit von ihm ist Valiance, das ist, geht alle 30 Sekunden. Das ist eine Art Proc, wenn du mehr als 15% deines Lebens als Schaden bekommen würdest, dann kommt er zu dir, negiert diesen Schaden, macht dich unstoppable, also würde dich aus CC befreien und tut die Gegner Knockdown, die bei dir in der Nähe steht. Das Ganze hilft aber nicht gegen One-Shots auf jeden Fall. Und ich muss sagen, so als Torque-Spieler, wenn ich mehr als 15% Schaden bekomme, ja, in den meisten Fällen bin ich ja wahrscheinlich eh One-Shot. Ja, kann ganz gut sein, ist ganz cool auf jeden Fall zu haben. So nebenbei halt noch. Gut, wir gehen als erstes den linken Pfad mal lang, denn der ist eigentlich hauptsächlich, ja, ich sag mal, beide Pfade sind eigentlich aktiv als auch passiv eigentlich gut. Gut, wir fangen links an und zwar hier haben wir als erstes nämlich einen Bonus und zwar 15% Bonus-Armor. Zum Beispiel, ich gerade hier auf T4 habe nur 912 Armor, bedeutet, ich bin nicht am Armor-Cap. Das ist nämlich 1000. Wenn ich jetzt die Bonus-Armor von da hier nehme, 15%, easy, bin ich über 1000 Armor. Ich weiß nicht, ob es direkt angerechnet wird. Ah ja, da wird es angerechnet. Ich glaube, das Ganze funktioniert nur außerhalb von Town, wird das dir angerechnet. In der Stadt wird das dir nicht angezeigt. Ihr seht, sobald ich hier Skills benutzen kann, 1199 Armor. Easy, Armor-Cap gehittet. Und dasselbe gibt es nämlich parallel auf der anderen Seite hier bei Ground Slam mit 15% All Resistance. Also mehr Resistance oder mehr Armor und allein das, allein dieser kleine Bonus, macht die schon für viele Builds, die halt, keine Ahnung, Armor Cap hitten müssen oder Resi Cap, sehr, sehr, sehr stark. Gut, wir fangen aber links an. Was haben wir als nächstes? Wir haben als erstes generell Shield Charge. Das ist ein, ja, keine Ahnung, so ein Shield Charge, sagt schon, der Gegner nochmal taunted und sein Base Attack hier in dem Falle
tut uns Fortifyen für 5% unseres maximalen Lebens jedes Mal, wenn er damit Schaden macht, mit seinem Shield Bash. Ist für alle Builds, die in irgendeiner Form Fortify brauchen, Overpower Builds und so, auch ganz praktisch. Die Alternative dazu ist, dass der Gegner um sich herum slowt. Und da bekommt er wirklich so eine kleine Slow-Aura, die zeige ich euch einfach mal, die auch natürlich Stagger bei einem Boss hochstaggert. Ja, ihr seht es eigentlich schon hier, diesen komischen Kreis, der um sich herum hat. Wenn jetzt ein Gegner drinnen steht, dann seht ihr auch, sind die geslowt. Das ist kein wirklich großer Radius, aber es gibt theoretisch halt ein kleines bisschen Stagger gegen Bosse. Oder wenn ihr vielleicht irgendeinen Effekt habt, der in irgendeiner Form mit Slow getriggert wird, dann kann er den theoretisch eigentlich die ganze Zeit triggern. Fällt mir jetzt leider kein persönliches Beispiel dafür ein. So, wenn wir weiter nach unten gehen, haben wir den ersten weiteren Skill, und zwar Provoke, womit der Gegner taunted und dir bis zu 20% Damage Reduction gibt. 5% Damage Reduction pro getaunteten Gegner in der Nähe. Hält 5 Sekunden an und hat einen 25 Sekunden Cooldown, also circa ein Fünftel der Zeit würdest du 20% Damage Reduction bekommen. Ja, kannst du dir noch einen Bonus nehmen, und zwar 15% erhöhten Schaden gegen getauntete Gegner von da hier. Bedeutet, mit Provoke tut der Gegner taunten und mit Shield Charge tut der Gegner taunten. Also hier alle 11 Sekunden für 4 Sekunden, beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange der Taunt anhält. Ja, ich denke mal, der Taunt hält 4 Sekunden an. Und hier alle 25 Sekunden für 5 Sekunden. Also ab und zu so ein bisschen Schaden, aber ich sag mal so, hier benutzt man eher defensiv, das heißt, in den meisten Fällen würde man das wahrscheinlich nicht nehmen, sondern würde sich vielleicht, ja gut, das hier gönnen, das ist jetzt auch nicht so geil. Ich sag mal so, wenn man Provoke nimmt, dann ist, glaube ich, der Schaden sogar hier das Beste. Denn die zweite Option daneben ist eine Modifikation für Reliance, für seine Klassenfähigkeit. Und zwar, die gibt dem Ganzen weniger Cooldown, 25%. Bedeutet, anstatt 30 Sekunden geht das einen Viertel kürzer. Rechnet es im Kopf aus, wie viel es dann ist, noch 20. Und zwar, wenn Ra hier Valence is triggered, he knocks back close enemies and taunts distant enemies for 4 seconds. Ich glaube, er tut eh schon close gegen das Knockdown. Ra hier comes to your aid to negate the damage, knock down close enemies for 2 seconds. Ich glaube, das wurde erhöht auf 4 Sekunden einfach nur. Und Gegner in der Umgebung tauntet er halt quasi noch. Ist nicht so geil. Wäre nicht in Kombination hier mit dem Taunt für mehr Damage eigentlich geil, aber den kriegen wir dann quasi nicht, weil wir uns hier entscheiden müssen. Also man kann so den Weg gehen, bisschen Damage Reduction auf jeden Fall, hier Armor zum Beispiel und kriegt ab und zu nochmal mehr Damage gegen die getaunteten Gegner. Kann man ja an dem Symbol über den Kopf ein bisschen drauf achten. Als nächstes auf der anderen Seite haben wir dann den Crater. Da stampft er so ein paar Mal auf dem Boden auf, tut alle Gegner stunnen und zieht die immer weiter zusammen. Auf jeden Fall auch sehr cool, wenn man das sicherlich im Reinforcement kombiniert. Ähnlich wie ich es eben bei Valiana erklärt habe, mit zum Beispiel meiner Unstable Currents Ulti. Ich will loslegen, tue mir vorher ein bisschen Gegner zusammen aggroen und dann zieht er sie so stückchenweise ineinander und es entsteht ein kleiner Pixelpull. Als auch, das ist Stun, das ist ein HCC, um damit vielleicht ein bisschen mehr Stagger auf einen Boss drauf zu hauen. Gut. Und die Kombination sind dann zum einen hier, wenn Ra hier das Reliance triggert, also es macht wieder Reliance cooler um 25% runter, wie auf der anderen Seite. Und wenn es triggert, tun deine nächsten 4 Core-Skills 25% mehr Schaden machen und kosten keine Ressource. Das ist ja so ein bisschen Damage-Boost, aber ja, nicht so gewaltiges. Die andere Option ist dann nochmal, dass das Crater das Aufschlamm vom Gegner vulnerable macht. Ja, aber nur für 4 Sekunden und das hat alle 22 Sekunden, ist keine so geile Uptime da hingegen. So, wir gehen mal auf die andere Seite, da haben wir nämlich als allererstes hier den Ground Slam und der Ground Slam macht was Gutes und zwar gibt uns die Basic Attack, nämlich die Seite hier an sich, den Shield Strike. Der Shield Strike tut uns nämlich heilen. Hier, Rahir swings around shield at enemies, dealing damage, pop. Every 3 swings, Rahir heals you for 5% of your maximum life. Also hier hast du direkt durch ihn dein Healing. Der Ground Slam selber taunte wieder Gegner und slowt Gegner noch. Hier haben wir dann die Option natürlich mit All Resistance, die ich eben schon genannt habe. Oder wir haben eine Option, wenn du eine Healing Potion benutzt, tauntet da hier Gegner für 4 Sekunden, hat aber einen 20 Sekunden Cooldown. Die meisten werden wahrscheinlich hier lang gehen, weil sie die All Resistance haben wollen. Dann haben wir an der einen Seite nämlich die Bastion. Die Bastion ist auch sehr geil als Reinforcement, nämlich die macht so eine dicke, fette Kuppel um dich herum. Und wenn du in der Kuppel stehst, tut da hier 90% von deines direkten Schadens, den du bekommst, redirecten auf ihn quasi. Also er absorbiert 90% deines Schadens und er gibt dir beim Cast erstmal direkt Unstoppable. Kann man wie so eine Art Proc einsetzen, alle 30 Sekunden. Und zwar, man kann das Ganze kombinieren im Reinforcement mit wenn du zum Beispiel injured wirst. Injured bist du, wenn du auf 35% deines Lebens droppst, dass du dann zum Beispiel das Ganze procken würdest. Oder wenn du crowd-controlled wirst, um dich dann aus dem Crowd-Control dementsprechend zu befreien, weil er dich unstoppable macht. Darauf kannst du das zum Beispiel timen und kannst das eigentlich als ganz geiles Reinforcement benutzen. Einfach um dich ein bisschen zu schützen. Gut,
Was haben wir da für Modifikationen? Wir haben hier Inspiration als allererstes. Enemies affected by Rayus Ground Slam take 15% increased damage. Ground Slam ist hier quasi der hier oben. Alle 11 Sekunden. Gibt es nochmal 15% mehr Schaden. Und Unless affected by Rayus Bastion deal 25% increased damage. Ah, stimmt, das ist nochmal Kombination hiermit. Die Version geht aber nur. Geht da alle 30 Sekunden für 5 Sekunden. Das ist halt keine so geile Uptime. Aber ja, 25% mehr Schaden und dann noch vom Ground Slam. Ist halt so die offensivste Option. Die andere ist hier wieder Valiance Cooldown Reduction und dass sich Valiance nochmal um 25% Leben heilen würde. Das ist wieder die Kernfähigkeit quasi von ihm. So. Die andere Seite hier, der Shield Throw, kennt man so, dieses Captain America-mäßige von auch Diablo 3 vom Crusader zum Beispiel, wo das Shield dann hin und her bounced zwischen den Gegnern. Ihr habt eine Modifikation wieder für Valiance halt, wenn es getriggert wird, also wieder 25% Cooldown Reduction und wenn es getriggert wird, macht der Ground Slam und Shield Throw. Leider halt lässt sich das nicht kombinieren mit den Sachen auf der anderen Seite, wo die Gegner nochmal mehr Schaden kriegen vom Ground Slam. Das ist halt natürlich ein bisschen blöd. So kriegt man halt einfach nur ein bisschen mehr Glow und sowas vom Ground Slam in der Art. Und ja, vom Shield Throw kriegt man glaube ich auch nur einen Taunt wieder. Also ja, ist ein bisschen Taunt, ein bisschen Slow, ist eigentlich nicht so geil. Oder die andere Variante finde ich auch nicht so geil. Der Shield Throw Consecrated Gegner, das ist quasi so eine leuchtende Fläche auf dem Bogen. Wenn du deinen Gegner da drin hittest, heilst du dich für jeden Gegner einmal um 6% Life per Hit. Das kann ich einmal natürlich gut vollboosten, wenn in dieser Consecrated Area sau viele Gegner aufeinander gestackt sind. Wenn du vorher mit der Rayman Chest, mit deiner Sorg alle Gegner auf einen Pull gemacht hast und dann kommt der andere natürlich mit seiner Fläche. Kannst dich wahrscheinlich einmal komplett voll heilen in dem Falle. Aber ja, keine Ahnung. Wie viel Uptime hat man auf sowas? So Ground-Effekte auf dem Boden. Muss ich sagen, bin ich eh nicht so sehr der Fan von. Außer man kann wirklich die Mobs an einer Stelle halten. Und dann sowas, was auch nur so selten pockt, ist jetzt nicht ganz so meins. Also da ist auf jeden Fall die rechte Seite mit der Vision dann deutlich besser, würde ich sagen. Und zu guter Letzt haben wir dann Altkin, das Demon Child. Den besten Begleiter, um Gegner vulnerable zu machen oder um sie anzuzünden, was für Devouring Blaze, für eine Passive bei Sorg, besonders gut sein kann. Ja, wir haben eine sehr spezielle Klassenfähigkeit bei dem Ding und zwar occasionally, also ab und zu mal verwandelt sich Altkin in einen Demon und zwar entweder in einen Curse of Darkness, also einen Shadow Demon oder mit dem Curse of Flame in einen Feuerdämon, je nachdem in welche Richtung du sozusagen in deinem Baum gehst. Occasionally heißt, also meines Erachtens ist circa die Hälfte der Zeit ungefähr mit circa 22 Sekunden Downtime, dann 22 Sekunden Uptime, ist er immer wieder mal so ein Dämon. So. Der Curse of Darkness Dämon ist besonders praktisch Early Game für Sorg. Ich fand den wirklich Early Game zum Leveln bei Sorg sehr, sehr praktisch und zwar You and Nearby Enemies become vulnerable. Als Sorg Gegner vulnerable machen ist nämlich richtig schwer. Du hast irgendwie deine Frost Nova und vielleicht mal deine Ice Blades, aber wirklich Gegnermassen vulnerable machen ist sehr schwer. Und so sind halt alle Mobs um ihn herum vulnerable. Du selber bist auch vulnerable, das bedeutet, du selber leidest auch mehr Schaden, aber du kannst halt sowas wie der Frigid Fate, Paragon Node triggern, gut, Early Game tut man das eh noch nicht, aber so Aspekte halt wie Shredding Blades, Stormspell Aspekt, Sorg hat zwei Aspekte quasi, wofür die Gegner vulnerable sein müssen, und besonders die kann man sehr, sehr, sehr gut damit proken. Oder mit dem Curse of Flame, your direct damage burns enemies for 30% damage, aber dafür bekommst du pro Sekunde 10% deiner maximalen Ressource pro Sekunde abgezogen. Also irgendwie Sorg-Builds, die ja, nicht unbedingt Ressource brauchen oder sehr gute Ressource gegenregen können. Ich habe getestet, das kann übrigens leider kein Starless Skyling procken, dieser Ressourcenabzug. Aber ja, Sorgbuilds, die nicht unbedingt Ressource brauchen, die aber trotzdem wieder anzünden wollen für die Devouring Blaze, dafür ist es auch sehr praktisch. Was ich aber gemacht habe, Early Game auf jeden Fall, Darkness Skill Tree. So, der erste Skill im Darkness Skill Tree ist Haunt und das ist exakt der Skill vom Witch Doctor. Der schießt so einen Debuff auf Gegner drauf, wenn du den Gegner tötest damit, springt das auf den nächsten Gegner über. Kann die ganze Zeit hin und her schießen quasi, der schießt drei Souls am Anfang los quasi und du kannst es theoretisch permanent aufrecht halten. Denn das Ganze hält 10 Sekunden, wenn du innerhalb der 10 Sekunden den gehaunteten Gegner tötest, springt das auf den nächsten über. Und soweit ich weiß, beginnt die Dauer dann einfach wieder von vorne. Aber wenn, dann hätte es auch nur maximal eine 4 Sekunden Downtime. Also ihr seht, 14 Sekunden Cooldown, es hält 10 Sekunden, hat eine sehr, sehr hohe Uptime drauf. Und es gibt hier quasi eine 30%ige Chance, dass der Haunt Gegner vulnerable macht. Also Bonus vulnerable über einfach nur den Curse of Darkness, wenn er in Dämonform ist. Und mehr vulnerable Chance, wenn er einfach Haunt auf Gegner schießt. Die Alternative wäre, dass sein Shadow Damage eine Chance hat, Gegner zu dazen. Braucht man in den meisten Fällen nicht wirklich. So, hier unten gibt es dann, ich glaube, das ist die beste Option, und zwar das Fields of Languish.
Alle 20 Sekunden macht er für 6 Sekunden so ein Feld, wo Gegner 40% weniger Schaden machen quasi. Nee, geslowt sind um 40% und 20% weniger Schaden machen. So rum. Das Ganze kann man nochmal kombinieren, dass die Gegner da dann 15% mehr Schaden erleiden und man nochmal eine Lucky Chance hat, die Gegner zu dazen. Die andere Variante wäre quasi ein Execute quasi. Instant Gegner killen, Instant Gegner killen mit weniger als 40% Leben. Das ist besser als der Execute von dem Necro Curse. Funktioniert aber natürlich nicht für Elite. Könnte man natürlich für High-End, wirklich, wirklich High-End-Pits nehmen oder so. Aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich einfach pur der mehr Schaden, was dann auch gegen Bosse geht, gegen statische Mobs, wahrscheinlich besser. Wie das Ganze aussieht, kann ich euch aber hier mal zeigen. So. Jo, greif mal die Mobs an. Da, das ist quasi das Feld. Die Gegner würden jetzt auch mehr Schaden erleiden. Hätten eine Bonuschance, hier gedazed zu werden nochmal. Ihr seht, da oben ist der Daze über dem Kopf. Dieses Symbol. Und ja, da ist in seiner Dämonform. Und jetzt bin ich vulnerable. Ihr seht, mein Lebensbalken ist angeknackst. Und die Gegner sind auch alle vulnerable einfach. Alles schön permanent vulnerable. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und ihr seht auch hier, hier ist der Debuff, dass ich vulnerable bin. Die 22 Sekunden. Man sieht auch immer schön, wenn es quasi ab ist. Der schießt nochmal so ein paar Dämonform-Schüsse auf den Boden. Ach ja, was ist sein Basic Attack? Den können wir uns auch ansehen. Der Basic Attack in der Form ist einfach hier Shadow Strike. Da sieht man einfach, das ist das da, was er da gerade schießt. Ja, das macht einfach nur Shadow Damage. Nichts Besonderes. Da seht ihr, die Mobs sind alle gehaunted. Sind jetzt leider nicht vulnerable. Vielleicht, wenn er gleich nochmal Gegner hauntet, vielleicht sind die dann vulnerable. Ja, eigentlich wollte ich nichts machen. Ja, die sind jetzt vulnerable, die er gehauntet hat. Ja, ist sehr, sehr praktisch auf jeden Fall, fand ich, für Early Game Sorg. Die andere Variation da hinten neben ist dann die Chain of Souls. Da macht das übrigens schon. Der chaint einfach so Gegner. Und alle Optionen da sind einfach nur mehr Damage quasi hier. Damage Controlled Enemy detonates the Chain und dann explodiert das für Schaden. Oder wenn du gechainte Gegner killst, dann reduziert das den Cooldown von diesen Chains. Die Chains machen aber nur Schaden einfach. Also, ja, keine Ahnung. Also, die halten die Mobs jetzt nicht wirklich fest, soweit ich das gesehen habe. Wenn Chain expires, they deal Shadow Damage and stun the victim. Okay, wenn die expiren, dann werden die Mobs einfach noch gestunt. Ja. Du kannst natürlich hier mit dem kombinieren, dass die Mobs vielleicht instant sozusagen, wenn die Damage hast, dann gestunt werden. Ja, vielleicht chaint das jetzt nochmal die Mobs. Ich frage, ob er die Angriffe, ich weiß nicht, ob er die Angriffe in der Form macht sogar. Ich glaube, in der Demon-Form hier macht er nur diese Demon-Angriffe. Weil ihr seht, der schießt auch kein Haunt gerade. Ich habe noch nicht so ganz genau darauf geachtet, aber ich weiß doch, weil die Mobs hier permanent vulnerable sind. Sehr praktisch. So, die Mobs sind gechained. Wenn es die Hitters, sind alle gestunt. Das ist wahrscheinlich noch ganz praktisch, aber ich persönlich finde das Field of Language auf jeden Fall deutlich besser. Weil auch die Uptime darauf 21 Sekunden Cooldown und dann kannst du mal kurz die Mobs einmal stunnen. Ist jetzt nicht so geil. So, die Alternative ist dann natürlich hier Flame Surge. Flame Surge ist übrigens einfach Incinerate im Endeffekt. Also ein wirklich mini-mickriges Incinerate, was der schießt. Ja, dann gehört er aber natürlich zu seiner Feuerdämonsform, wo wir dann quasi mit unseren Angriffen Gegner halt anzünden können. Sein Outrate ist einfach der Fire Shot, wobei er einfach nochmal mehr Feuerdamage macht. Auch nichts so Besonderes. Ja, was kann man da kombinieren? Man kann kombinieren, dass sein Flame Surge, also sein Incinerate, Gegner nochmal slowt und nochmal ein bisschen Bonus Burn Damage macht. Oder man kann es kombinieren, dass Gegner, die angezündet werden, davon quasi mehr Crit Chance erleiden. Hier, Allies gain 15% Crit Chance against enemies affected by Flame Surge. Also gegen den da würde ich jetzt mehr critten sozusagen. Ja, Flame Surge, alle 11 Sekunden, für 4 Sekunden macht das. Ist so semi-gut Uptime. Ah, guck mal hier. Da sieht man erst in seiner Dämonform. Und ich würde jetzt permanent das Source abgezogen bekommen. Ich reck mich nur gerade einfach gegen. Aber ihr seht, ich verliere Ressource. Dafür aber würde ich jetzt bonusmäßig die Gegner noch anzünden. Er tut eh um sich herum auch Feuerdamage machen und so. Sieht man hier, er hat so eine kleine Feueraura. Das heißt, keine Ahnung, um Devouring Blaze zu procken. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Gut. Was haben wir hier? Stormfire. Könnt ihr so ansehen, wie das aussieht. Ich glaube, das ist einfach so ein Feuerregen, der von der Decke runterkommt. Ja, ist wie so eine Art Meteorenfeld sozusagen hier. Ja, so ein bisschen Feuerregen, was da runterkommt. Kann man machen, dass Monster explodieren, die man damit tötet. Wirklich vom Damage her sind die meisten Begleiter Early Game, keine Ahnung, die wirklich 1 bis 60, eventuell ein bisschen Damage, aber im Endgame. Ich habe es probiert, ich habe keinen wirklich guten Damage-Bild bisher hinbekommen. Was ganz cool ist, ist, dass man machen kann, dass man hier dann Ressource bekommt in dem Feld. Dass man hier einfach gut Space durchballern kann. Und man regeneriert, glaube ich, hier 33% Ressource pro Sekunde. 33% of Resource per second while inside Altwins Firestorm. Ist für Builds, die Ressourcenmangel haben, echt gut. Denn der Firestorm hält ganze 10 Sekunden an und er macht den alle 20 Sekunden.
Das soll 10 Sekunden jetzt quasi, 10 Sekunden lang 33% Ressource pro Sekunde generieren. Und das eigentlich halt die Hälfte der Zeit. Ist für so eine extra Burst-Phase, wenn ihr wirklich beim Leveln oder so Ressourcenprobleme habt, gar nicht mal so schlecht. Dann die Wave of Flame, die muss ich euch mal einblenden, bei irgendwelchen anderen Gegnern zeigen, denn die tut Gegner Knockbacken. Die schiebt so eine Masse an Mobs immer und immer weiter nach hinten. Sieht ganz cool aus, aber wirklich praktisch ist es nicht, weil die Mobs sich dann einfach nochmal weiter von dir entfernen. Ja, die Motivation hierfür sind, dass quasi die Wave of Flame automatisch resettet wird, wenn du eine Ulti castest. Ich weiß, es gibt so ein Necro-Bild, der so Blood Waves die ganze Zeit castet. Kannst du das kombinieren, hast du die ganze Zeit noch diese Feuerwaves, die dazu gecastet werden und die Gegner wegknockbacken. Keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ich finde jetzt eh nicht so geil, die Wave. Und da kann man machen noch, dass Gegner, die von der Wave getroffen werden, 15% mehr Damage over Time für 4 Sekunden erleiden. Das aber von der Uptime her, die Wave schießt ja alle 25 Sekunden und dann für 4 Sekunden mehr Schaden. Ist halt fast gar nichts. Da ist der Bonus Damage over Time, den man von Subo bekommen kann, durch den Molotov-Cocktail deutlich, deutlich besser. Jo, und das waren alle Infos zu den neuen Begleitersystemen. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut das gerne in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.